Während der Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs stellte sich bei den Engländern genau wie bei den Deutschen heraus, dass die Frauen durchwegs besser durchhielten, ihre Angst zwar zeigten, aber schneller überwanden und so gut wie keine psychischen Schäden davon trugen, während die Männer, die ihre ganzen Energien mobilisieren mussten, um ihre Furcht zu verbergen, noch Jahre später an den Folgen der zurückgehaltenen Ängste zusammenbrachen. Durch die Schmerzerfahrung der Geburt sind die Frauen auf weitaus größere Schmerzerduldung vorbereitet als die Männer. Der Mann kann sich nur als Held zeigen, indem er angreift, das heißt, indem er Schmerzen zufügt. Die Frau dagegen zeigt ihr Heldentum, indem sie die Schmerzen erträgt. In den Konzentrationslagern haben die Frauen überall die Foltern und Qualen leichter ertragen als die Männer. Und dies nicht nur, weil die Frau mit Schmerzen besser fertig wird als der Mann, sondern auch, weil sie nicht auf die moralische Notwendigkeit des Zurückschlagens programmiert ist und deshalb mit dem Stress des Nicht-Zurückschlagen-Könnens besser fertig wurde als der Mann. In jeder Stresssituation hat die Frau deshalb eine bessere Überlebenschance als der Mann. Ihre Reaktion, entweder wegzulaufen oder die Sache über sich ergehen zu lassen und dabei zu schreien, ist die einzig gesunde. Es ist die Überlebenschance desjenigen, der überleben will. Das Patriarchat dagegen mit seiner Devise, dass es besser sei, als Löwe zu sterben, denn als Schaf zu leben, verunglimpft sowohl Schaf wie Löwe und enthüllt dabei jene innere Verzweiflung, die sich im Wunsch der Selbstzerstörung äußert. Das Patriarchat von Ernst Bornemann.